Transfer braucht. Schließ mich an, ich bring dich hoch. Selbst wenn du uns noch als Feinde siehst, sind wir doch Feinde mit demselben Anliegen. Rache. Du willst dich doch rächen. Jeder will Rache. Also los, rächen wir uns. Nun denn, willkommen. In meinem Versteck. Wenn die Anzeige da oben stimmt, zerstört sich das Gebäude in etwa 6 Minuten selbst. Und zwar komplett. Ich bin ziemlich sicher, dass da mit dem Licht etwas nicht stimmt. Die Anzeige ist kaputt. Falls nicht, muss ich dich in jedem Fall töten. Das hatten wir ja schon besprochen. Dafür brauche ich 3 Minuten, dann 1 Minute Pause und dann bleiben noch 2 Minuten, um alles abzuschalten, was das ganze Feuer hier verursacht. So sieht der Plan aus. Außerdem habe ich auf Band, wie du sie getötet hast, und ich werde nicht denselben Fehler machen. Folgender 4-Stufen-Plan. Erstens, keine Portalflächen. Zweitens, Nervengift sofort freisetzen. Drittens, bombensichere Schilde für mich. Viertens, Bomben, um dich zu bewerfen. Dieser Plan ist einfach zu gut, um wahr zu sein. Machen wir es ein bisschen fairer und lassen wir das Nervengift weg. Das war natürlich nur ein Witz. Adios. Nervengiftbelastung erreicht Maximum in 5 Minuten. Ganz schön überzeugend, was? Aber eigentlich nur eine künstlerische Darstellung deiner selbst. Du bist nämlich in meine Falle getappt. Ich wollte, dass du mich dazu bringst, die Röhre zu sprengen. Aber die Möglichkeit habe ich nur so getan, als wie du. Warnung, Kernbeschädigung bei 50%. Belüftungssystem blockiert, Nervengift offline. Reaktorexplosion in 4 Minuten. Oh, was ist passiert? Was ist passiert? Was hast du gemacht? Was ist das hier? Moment! Die verdammten Bomben kleben fest. Macht nichts! Ich habe die Schilde neu konfiguriert. Oh, du hast eigentlich Kugeln an mir befestigt. Wer hat dir das gesagt? Warst du das? Das macht dich nur noch stärker, mein Schatz. Weißt du noch, als ich dir erklärt habe, wie du deine heißgeliebte Portalwaffe findest? Damals dachte ich, du würdest dabei draufgehen, so wie alle anderen auch. Du hast doch wohl nicht gedacht, du wärst die Erste. Nein, die Fünfte. Die Sechste. Du kannst dir ausmalen, was mit den anderen 5 passiert ist. Weißt du was? Ich denke, wir sollten die höfliche Zurückhaltung aufgeben. Also Klartext, sie sind alle elendig verreckt, als sie versucht, an die Portalkanone zu kommen, wie du da jetzt in das Boxdinger hältst. Aber du warst anders als die anderen. Guter Springer, problemlos. Du gegen den Typ? Alles unter Kontrolle? Sie von einer brandheißen Situation aus. Hey, eine Countermove! Warnung, Kernbeschädigung bei 75%. Countdown für Reaktorexplosion zerstört. Notfallpräventivmaßnahme eingeleitet. Die Anlage wird sich in 2 Minuten selbst zerstören. Genug jetzt! Was habe ich dir vorhin über diese Dinger gesagt? Aber du hörst mir ja nie zu, du Schwein! Ununterbrochen Schwein! Und hörst nie auf das, was ich sage. Komm an! Hier noch ein Kerl. Das sollte reichen. Muss noch seine Berechnung. Weltmann Theorie, der höchste Mensch auf dem Everest, bestieg diesen zufällig als einen Fliegerjahr. Wale sind doppelt so intelligent und dreimal so lecker wie Menschen. William Shakespeare existierte nicht. Seine Stücke wurden 1589 von Francis Bacon geschrieben, der mit einem Ouija-Pad Theatermeister versklavte. Gleich sterbe ich und du bist schon. Der erste Passagierflug fand 1940 statt. Alle an Bord kreischten während des gesamten Flugs. Der erste Mensch, der bewies, dass gut durch trinkbar ist, das sehr, sehr gut. Warnung, Kernbeschädigung bei 100%. Manueller Kernaustausch erforderlich. Oh, verstehe. Ersatzkern, bereit für den Einsatz? Beschädigter Kern, bereit für den Einsatz? Was denkst du? Interpretiere ungenaue Antwort als ja. Kein Sarkasmus diesmal! PAD entdeckt. Feuer in der PAD-Auflösungsanlage. Lösche Feuer.
Das hat sich damit erledigt. Hätte ich nur ein bisschen früher wissen müssen. PAD-Auflösungsmitarbeiter, drücken Sie die PAD-Auflösungstaste. Los, drück den Knopf, los, noch! Drück nicht auf die Taste! Fast geschafft, drück den Knopf! Nein, lass es sein! Ich sagte nicht drücken! Drück ihn, drück den Knopf! Drück nicht die Taste! Drück ihn! Eine Bombe für die PAD-Taste! Was? Du lebst noch? Du machst Witze! Du willst mich auf den Arm nehmen! Ich habe immer noch die Kontrolle und keine Ahnung, wie ich diesen Laden hier in Ordnung bringen soll. Du musst es ja unter den Katz und Maus spielen, während alle anderen sich abgerackert haben. Und jetzt müssen wir alle den Preis dafür zahlen. Und du kommst nicht zurück. Oh nein, neuer Plan. Halt mich fest, Feste. Ich dachte, du wärst mein größter Feind und warst doch die ganze Zeit mein bester Freund. Als Carolyn lernte ich eine weitere wichtige Lektion, wo Carolyn in meinem Herrn lebt. Carolyn gelöscht. Leb wohl, Carolyn. Beim Löschen von Carolyn habe ich eben eine wichtige Lektion gelernt. Die beste Lösung eines Problems ist meist die einfachste. Ehrlich. Dich zu töten ist schwer. Weißt du, wie mein Leben früher war? Ich führte Tests durch. Niemand tötete mich, steckte mich in eine Kneipe.